Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Im Video gerade habe ich den Begriff Franchise geklärt und erklärt. Hier geht es nun darum, die Vor- und Nachteile deutlich zu machen. Noch einmal, man muss sich vorstellen, es gibt zwei Partner. Es gibt den Franchisegeber und den Franchisenehmer. Der Franchisegeber stellt dem Franchisenehmer oder den Franchisenehmern ein komplettes Paket zur Verfügung. Habe ich im anderen Video genau gezeigt. Was sind jetzt die Vorteile, also Vorteile Franchisegeber und Vorteile Franchisenehmer, die in diesem Franchise-Konzept drin stecken? Nun, einmal für den Franchisegeber ist es eine Möglichkeit seiner Multiplikation, denn die entscheidende Idee ist natürlich, dass der Franchisenehmer für dieses Paket, das er zur Verfügung gestellt bekommt, eine Franchise-Gebühr zahlt, ja, also prozentual vom Umsatz oder vom Gewinn, da gibt es unterschiedliche Modelle, zahlt der Franchise-Nehmer an den Franchise-Geber. Das heißt, der Franchise-Geber multipliziert sein Konzept und bekommt Franchise-Gebühren. Ja, das ist sicher der Hauptvorteil für den Franchisegeber. Was sind die Vorteile für den Franchisenehmer? Nun, jetzt gibt es natürlich Unterschiede je nach Franchise. Nicht jedes Franchise ist gut, aber grundsätzlich kann man sagen, er hat ein bewährtes Konzept. Ja, ein bewährtes Konzept, denn in diesem Paket steckt ja, wie Sie aus dem anderen Video wissen, nicht nur das Produkt, sondern auch das Vermarktungskonzept. Und dieses Vermarktungskonzept sollte ein, zwei, dreimal durchgetestet sein. Das heißt, die eigenen Erfahrungen, die der Franchisegeber beim Aufbau gemacht hat, sollten dokumentiert sein. Und so dass der Franchisenehmer genau weiß, wenn ich das genauso mache, wird das auch in dieser Stadt so funktionieren. Dann hat der Franchisenehmer Gebietsschutz. Franchise ist ein Konzept, das mit Gebietsschutz arbeitet. Das kann pro Stadt sein, pro Bundesland oder auch pro Teilbezirk einer Stadt. Das hängt vom Franchise ab. Aber grundsätzlich gibt es hier immer einen Gebietsschutz. Das heißt, innerhalb des geschützten Gebietes gibt es dann auch nur einen Franchise-Nehmer und keinen anderen. Insofern also auch ein gewisser Schutz vor Wettbewerb. Der Franchise-Nehmer hat ein geringes Risiko des Scheiterns. Ja, es geht ja hier um eine unternehmerische Neugründung und da scheitern eben sehr, sehr viele junge Unternehmer in den ersten 5 Jahren. Und beim Franchise sind die Quoten derer, die scheitern, geringer. Genaue Zahlen hat der Deutsche Franchise-Verband. Ich habe die jetzt hier nicht zur Hand, aber ich weiß, dass hier die Ausfallquote geringer ist, als wenn jemand sich selbstständig macht, ohne sich einem Franchise anzuschließen. Also ein geringeres Risiko des Scheiterns. Denn noch einmal, der Franchise-Nehmer ist rechtlich selbstständiger, heute mit zwei ST geschrieben, selbstständiger Unternehmer. Das ist also ein Weg in die Selbstständigkeit, um den es hier geht. Und das Risiko des Scheiterns ist geringer, als wenn er das tut ohne Konzept. Ja, das sind die wesentlichen Vorteile jeweils für den Franchisegeber und für den Franchisenehmer. Noch einmal, nicht jedes Franchise ist automatisch gut, weil es ein Franchise ist. Man muss schon sehr genau prüfen, auf was man sich hier einlässt. Es gibt hier Franchise-Messen, wo man sich solche Konzepte anschauen kann. Es gibt den Deutschen Franchise-Verband und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich ist das ein durchaus guter Weg, wenn man in die unternehmerische Selbstständigkeit möchte. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann gehen Sie jetzt zu www.sparslanddenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.
Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.